ist sei dir, O Herr. In jener Zeit rief Jesus die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die 12 machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Stelle des Markus-Evangeliums sendet Jesus die 12 Jünger aus, und zwar immer zu zweit. Das heißt, es muss auch keiner alleine gehen, es ist keiner völlig auf sich alleine gestellt. Und er gibt ihnen die Vollmacht, unreine Geister auszutreiben. Und er tragt ihnen auch auf, umzukehren, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen. Und beim Vorbereiten ist mir so in den Sinn gekommen, vielleicht sind das die Werkzeuge, die Jesus ihnen mitgibt gegen das Böse oder gegen schlechte Gewohnheiten. Und da habe ich mich gefragt, was sind so meine Werkzeuge dagegen? Oder was sind die Werkzeuge gegen diese unreinen Geister, von denen dann die Rede ist. Und da habe ich mir gedacht, da könnte ich ins Gebet gehen, da könnte ich was niederschreiben, mit anderen Leuten reden und mit dem Blick auf andere, wie das die Jünger getan haben, auch für andere da sein. Und da ist es eine Hilfe, wenn wir diese Dinge hier lassen, von denen da die Rede ist, dass wir den Wanderstab nicht mitnehmen, kein Geld in den Gürtel binden, kein Brot mitnehmen, weil wir dadurch freier werden für die anderen Menschen. Das heißt natürlich auch, dass wir weniger Sicherheiten haben. Wir alle haben es hier in Österreich sehr gut, wir haben genügend zu essen, sogar einen Überfluss zu essen, sodass wir es wegschmeißen müssen. Und wir haben Versicherungen, wir sind versorgt. Und da hilft es oft auch, den Blick auf die zu richten, die das nicht haben, die nicht versorgt sind, die wenig zu essen haben oder gar nichts zu essen haben. Und auch dann werden wir freier. Und vielleicht hilft uns das auch in unserem Kampf gegen diese unreinen Geister, in unserem Weg zur Umkehr. Und da wünsche ich uns heute dieses Vertrauen, das es dazu braucht, um diese Dinge dazulassen, damit wir freier werden können.